Hallo Leute und willkommen beim Sparmeck und willkommen mal wieder vom MWC in Barcelona. Das Wetter ist so schön und heiß und warm, das Technikfalti und ich, wir haben uns gedacht, wir ziehen uns Jacken an, setzen uns unter einen Sonnenschirm. Jetzt mal Spaß beiseite, wir sind tatsächlich draußen, wie ihr seht, haben wir wirklich Jacken an und wir sind unter einem Sonnenschirm, weil es regnet, es tröpfelt. Also und irgendwie unsere teure Technik, nur die Hälfte ist UP-zertifiziert. Naja, aber dafür, wir haben uns hier... Dafür sind wir bei Google. Wir haben jetzt extra gedacht, wir beenden diesen Barcelona-Tag hier oder den ersten richtigen Messetag mit einem Eis. Angeblich hat der Google-Stand irgendwo Eis. Aber selbst den ist es so kalt, dass wir hier kein Eis mehr kriegen. Ja, ich glaube, wenn es noch so, wenn wir jetzt noch kurz abwarten, dann wird hier alles zu Eis, was flüssig ist. Naja, das ist Tag 3 mittlerweile schon, oder? Ja. Samstag, Sonntag, Tag heute ist Montag. Und nach unserem Unboxing heute melden wir, also Unboxing vom Samsung Galaxy S9. Ihr habt es ja mitbekommen, wir haben gestern dick Welle gemacht mit Livestream, Hands-on-Video. Heute das Unboxing, wir hoffen, ihr habt euch das alles angeschaut. Ja. Melden wir uns heute wieder mit einem ganz normalen News-Video. Bevor wir zu den zwei großen Themen kommen, willst du noch was sagen zum Samsung Unpacked Event? Ich fand's nett gemacht und vor allem, dass es wieder einem werden, wenn man die anderen PKs so sieht und hier den Trubel auch mitsieht, mitbekommt, wird einem erstmal bewusst, was für Samsung für eine Riesenshow da veranstaltet hat. Ich meine, wie groß das wieder war, ja, von allen Seiten, ja, das stimmt, wie viele auf jeden Fall. Leute, wie viele Massen, anders kann man es da nicht mehr beschreiben, da waren. Und viele, also was man so heute auf der Messe mitkriegt, fragen sich jetzt natürlich, wie gut sind die Kameras da? Also das ist schon so was, wo dann jeder sagt, so 1,5er Blende. Damit hatten nicht viele gerechnet. Ja, ist interessant. Ich bin auch am meisten auf die Kamera gespannt. Wir haben ja jetzt schon zwei hier. Das zweite bekommen wir hoffentlich gleich wieder. Und dann können wir auch mal das Ganze endlich testen. Also ich bin vor allem auf die Slow-Motion-Funktion gespannt, ja, wie sie das umgesetzt haben, wie das Ganze aussieht. Und wie du schon gesagt hast, auf diese variable Blende. Ja. Ich muss auch sagen, ich fand das Event an sich gut gemacht für so viele Leute. Es ist immer schwer, so was Riesiges ordentlich. Man hätte natürlich vieles besser machen können, wie es immer so der Fall ist. Aber nachdem ihnen Huawei ja schon die Location quasi gestohlen hat, die andere Location war schon besser. Aber mein Gott, es war okay. Ja. Vor Samsung gab es übrigens noch ein anderes Event. Ich bin nach Huawei, wo wir uns ja gestern noch gesehen haben, bin ich zu ZTE rüber geflitzt. Das hat leider parallel mit HMD Global stattgefunden. Ich hatte aber ZTE einfach schon seit Ewigkeiten zugesagt auf dem Schirm und dann will man da natürlich auch dahin gehen. Und ZTE hat das neue V9 vorgestellt. Endlich, ich warte schon seit Ewigkeiten. Das ist so ein Gerät, was viele, die Blade, ist ja offiziell ZTE Blade V9, was viele sich vom Namen her noch kennen, aber es ist nicht irgendeine neue Axion-Reihe geworden, sondern einfach hier, was soll man sagen, Einstiegsmittelklasse. Preis für das Teil beginnt bei 270 Euro. Für einen Snapdragon 400, schlag mich tot, ich glaube 450 ist dann drin verbaut. Ja, das war das im Vergleich zum Alcatel-Tag davor, stimmt, wo ja, alles auf MediaTek sitzt, kriegt man da für ein paar Euro mehr. In dem Teil auch 5,7 Zoll, auch 18:9, wirklich 18:9, wohin man überall schaut. Alles 18:9. Kriegt man da wenigstens Snapdragon dafür, wird auch direkt mit Android Oreo ausgeliefert. Und ansonsten muss man sich die Kiste mal angucken. Es gibt auch noch ein V9 Blade, also Blade V9, das heißt sich jetzt aber nicht Lite, sondern Vita, also eine abgespeckte Version. Ist dann auch kleiner, 5,45 Zoll, dann nicht Full HD. Vita? Ich habe keine Ahnung. Das erinnert mich an die PlayStation Vita. Oh, ja, stimmt, daher kennt man den Namen. Also es, ich will immer Mini sagen. Also 5,45 Zoll, dann aber nicht Full HD, sondern HD Plus, auch 18:9. Dann Snapdragon 435er nur. Kameras nicht ganz so weit aufgebaut, aber dafür auch deutlich günstiger für 180 Euro. Aber nur jetzt so vom Bauchgefühl ist es so eine Sache, wo man am Messestart bei Alcatel wachte, ja okay, jetzt haben die Messlatte gezeigt und jetzt kommt ZTE und hüpft da gefühlt im ersten Eindruck drüber. Ja. So. Aber dann heute waren wir beide ganz früh wach. Wir standen da und haben an der Messe gerüttelt und gesagt, lasst uns rein. Also der Punkt ist, wir waren tatsächlich früh wach, um das Galaxy S8 Unboxing zu filmen. Ich glaube, wir hätten mit der Uhrzeit auch locker noch zur Sony PK gekommen. Ja. Aber ja, wir haben es nicht getan, was sich auch als richtig rausgestellt hat, weil eben konnten wir uns die Dinger schön entspannt anschauen, sowohl das Faultier als auch ich. Ich übernehme aber jetzt mal den Part und erzähle euch das Wichtigste, damit ihr von mir auch ein bisschen was hört in diesem Video. Sony Xperia XZ2 und XZ2 Compact. Das sind die neuen Smartphones, die genauso aussehen wie geleakt vor ein paar Tagen. Ja. Auch die Specs wurden genauso bestätigt. Es ist jetzt endlich das heiß erwartete Redesign von Sony.
18:9 haben wir auch hier. Wir haben deutlich dünnere Displayränder, was bei Sony ja auch keine Kunst ist irgendwie so. Es ist jetzt nicht auf Samsung oder Apple Niveau, aber man sieht schon einen deutlichen Unterschied. Die beiden sind sich sehr ähnlich. Deshalb fange ich mal kurz mit den Unterschieden an. Haptik. Das XZ2 hat eine Glasrückseite, einen Aluminiumrahmen. Ja. Das Compact nur einen Aluminiumrahmen und eine Kunststoffrückseite, die sich aber okay anfühlt. Sie ist zumindest matt gehalten. Nächster Unterschied, Preis. 599 Euro für das Compact, 200 Euro mehr, also 799 Euro für das normale. Ansonsten natürlich der größte Unterschied ist die Größe. 5,7 Zoll Display mit einer Full HD Plus Auflösung beim XZ2 und 5 Zoll sind es dann beim Compact. Das waren eigentlich so die größten Unterschiede, sage ich jetzt mal. Das Große hat durch die veränderte Rückseite auch die Fähigkeit des drahtlosen Ladens. Das ist das, was das Große, wofür man 200 Euro mehr ausgibt, drahtloses Sicher, Laden. Ist das Kleine nicht auch? Ja, wurde mir eben gesagt. Super, da habe ich es in meinem Video falsch erzählt. Wegen der unterschiedlichen Rückseite. Deswegen guckte ich gerade, weil du Kunststoff sagtest. Ja, deswegen war auch mal, aber mir wurde gesagt, nur das Große. Weil wir haben uns ein bisschen unterhalten. Ich habe die Sony-Leute... Also mir wurde gesagt, das ist Kunststoff, die Rückseite. Ich habe halt gefragt, Leute, erzählt doch mal, wofür zahle ich 200 Euro Aufpreis? Weil Sony ist jetzt mit seinem Kompakt wieder einer der kleinen, der einzige neben, ich sag mal, einem iPhone SE, wo die noch 5 Zoll Geräte oder kleine Geräte machen. Jetzt, wo Samsung die A3-Reihe ja so komplett puff einstampft aus unerklärlichen Gründen. Aber habe ich dann gefragt, wofür zahlst du mehr? Und dann sagen die natürlich, ja, du hast das schönere Design, es ist ein neues Design, die Rückseite ist anders. Du kannst das drahtlose Laden. Und ich dann so, wie, das Kleine hat drahtloses Laden? Nicht, nein, nur das Große hat das drahtlose Laden. So, größere Akku, die haben wieder so krumme Werte. Warte, ich weiß es. Kriegst du es hin? 3180 oder 40 und 2870 oder irgendwie ganz komisch. Und das finde ich so krass auseinander, fand ich das jetzt gar nicht. So für die Größe von 3,3 und 2,8. Ja, aber ich bin da echt skeptisch. Also klar, wir haben nur die Full-HD-Auflösung, was vielleicht dafür sorgt, dass die Akkulaufzeit besser wird. Aber die Akkus könnten schon größer sein, also in beiden Fällen. Und dann halt Snapdragon, beide, und das, dafür mag ich wieder Sony, dass die keine Unterschiede machen. Beide kriegen den Qualcomm 845. Bis auf das, was wir eben erzählt haben. Ja, aber du hast halt ein kleines Gerät, was genauso kraftvoll ist wie das große. Qualcomm Snapdragon 845er, beide den gleichen RAM, beide den gleichen 4 Speicher. Gigabyte. Achso, ja. Und 64 GB. Und beide die gleichen Kameras mit gleichen Funktionen. Einen Unterschied gibt es noch, diese Vibrationsfunktion für den Ton. Das hat auch nur das Große wegen dieser Rückseite. Okay. Das macht Sony so, wenn ihr dann Ton abspielt, ein Videospiel habt, irgendeinen Film guckt, das könnt ihr optional, also es kann auch deaktiviert werden, dann vibriert das ganze Telefon mit und das soll halt so passend und stimmig sein, dass dann irgendwie das... Ich erinnere mich irgendwie an diesen DualShock-Controller von der PlayStation. Ja. Aber ob das jetzt unbedingt so das Killer-Feature ist... Glaube ich nicht, aber sie haben es halt. Was Sony sagt, aber was das Killer-Feature ist, ist die Kamera. Wir haben einen komplett neuen Sensor, 19 Megapixel auf der Rückseite. Bei beiden, wie das VLK sagt, exakt. Entschuldigt bitte, dass ich ständig die Hände hier in der Jackentasche habe, aber es ist einfach es ist echt kalt. 4K HDR und damit ist es, glaube ich, echt das Erste, dass das drauf hat. Und sie haben die 960 Frames per Second Funktion noch weiter verbessert. Nachdem Samsung 720p macht, machen sie sogar 1080p. Bam, das ist schön. Und die 4K HDR ist dann aber irgendwie nur 24 oder 25 Frames und normales 4K aufnehmen dann mit 30 Frames. Richtig, genau das sagen die. Das soll ja Kinoatmosphäre sein. Also die gehen halt nicht den Weg mit den 60 Frames. Ja, die laufen hier überall rum. Beide sollen im zweiten Quartal kommen. Ich denke mal, das liegt einfach daran, dass der Snapdragon 845 für alle außer Samsung momentan noch nicht so gut erhältlich ist. Deshalb wissen sie wahrscheinlich auch nicht, wann genau sie kommt. Aber ich muss sagen, ich bin gespannt. Was sie mir noch gesagt haben, war Single-SIM-Varianten bei den Mobilfunkern und Dual-SIM-Varianten dann im freien Handel für den gleichen Preis. Und wir kriegen jeweils alle 4 Farben. Kommen auch zu uns. Und die sind echt schick, die Farben. Da gab es echt schöne. Wir blenden die ja ein und so. Aber habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Ja. Also wie gesagt, ich bin gespannt auf die beiden. Also, aber das war's von heute. Wenn du die eins aussuchen dürftest, große oder das normale oder Fall kompakt? Das große. Ja, bin ich absolut bei dir. Auch das große war das ansprechende. Aber bitte in diesem Blau, wie heißt es? Also weißt du das? HTC Blau. Also das ist eher das Sony Blau, finde ich. Ja, ich fand von der Rückseite so eine gewisse das gleiche Blau wie beim XZ und beim XZ Premium. Ich dachte, dass das jetzt dieses Glas war und so. Ich ja, aber also ich finde das Design schick und ich bin echt auf die beiden gespannt. So, wir beenden das Ganze jetzt. Wir gehen jetzt einen heißen Kakao trinken. Ja, das Faultier schneidet jetzt noch das Video. Ich schneide auch noch Videos und dann machen wir uns auf den Weg zu Motorola erst und dann zu Huawei. Richtig.
Und vom Essen können wir euch nur eine Sache erzählen. Wir hatten heute Nacht um 0 Uhr Pizza vom Lieferdienst, weil alles andere zu hatte. Ihr müsst euch das so vorstellen, vier Nerds sitzen da in der Airbnb-Bude, googeln erstmal, wie man in Barcelona Lieferdienst kriegt, haben wir dann eine spanische Seite, wo wir Pizza bestellen konnten und per PayPal bezahlen konnten. Das hat funktioniert. Ja, das hat wunderbar funktioniert. Ja. In diesem Sinne beenden wir das Ganze für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao.